Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Und ja, wie ihr wahrscheinlich hört, neues Mikrofon ist angekommen. Leider ist es ein bisschen problematisch, denn ich habe auf die Bestellung nicht drauf geachtet, denn es ist ein Großmembranmikrofon. Und ja, sagen wir mal so, es ist ziemlich hellhörig. Das wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein mit dem Mikrofon, weil du hörst damit jede Tippen. Und ich habe jetzt schon so weit runtergeredet, dass ich nicht übersteuere. Bin wahrscheinlich dadurch ein bisschen leiser, muss ich irgendwie in den Aufnahmen nachkorrigieren. Ist nicht so schön. Ich werde wahrscheinlich erstmal auf meinen Auna sitzen bleiben und dann mal kicken. Es sei denn, das funktioniert jetzt hier mit den, ich habe wie gesagt, meinen Geräuschunterdrücker in den Hintergrund zu laufen, aber der hat so viele zu tun, das schafft er ja nicht. Gut, ist aber ein anderes Ding. Also, übrigens, Monitoring ist doch nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Also, ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber das ist ein anderes Ding. Also, ich habe jetzt so weit gebaut. Ich habe mich jetzt umgeschieden. Wir sind jetzt... Oh, Alter, ist die Maus sensibel eingestellt? Oder ich bin einfach jetzt gerade was anderes gewohnt. Ich habe nämlich gerade ein anderes Spiel aufgenommen. Aber es ist ein anderes Ding. Kommt übrigens morgen. Morgen was ganz Schönes. Will ich bloß mal so sagen. Glück um 18 Uhr oder so. Müssen wir mal gucken, wie ich das rausschmeiße. Wie ich das schaffe. Aber das ist ein anderes Ding. So, also. Ich will... zwei Ersatztürme mindestens hier mit drin stellen, dass die auch runterschießen können. Die können von mir aus auch kaputt gehen. Ist eben halt denn so, ne? Hier ist für uns zum Schießen und das ist eben halt für Granaten. Reaktionszeit müssen wir mal gucken, wie das denn genau tut. Also da vorne, das ist dann doch ein bisschen blöd. Habe ich denn schon ein bisschen abgerissen. Hä? Links, rechts, geradeaus. Habe ich das jetzt schon zugemacht? Nee, wie bin ich jetzt hier rüber? Ach, bin doch von hier oben gekommen, ich Idiot. Ich hatte gerade ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Ja, also, ich habe das hier drüben gedacht. Das ist doch ja nicht, wo ich herkomme. Wo komme ich denn hier? Ich komme von der Seite, Mensch. Ich habe nämlich hier schon alles weggesprengt und alles abgemacht und alles gemacht und getan. War ja eine schöne Scheißarbeit, weil, wie gesagt, die Metallblöcke teilweise... Sag mal so 10.000 Punkte. Da sitzt du schon eine Weile, bis du weg hast. Oh ja, da war was. Muss ich mir ganz schnell korrigieren. Ich kenne mich doch. Ich spring da rein. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt zuerst hier gedacht, ja, das war hier im Teil die Horde machen. Hier. Hier dick aber dann nicht so gut, weil, wie gesagt, ach, ist all kacke. Weil vorne, dann kommen sie von vorne. Ach, ja. Dann habe ich hier, das, wie gesagt, alt abgekloppt. Also erst hier sprengt und dann abgekloppt. Ich hoffe, dass das so funktioniert tut. Ich werde aber hier noch ein, zwei Minen verteilen. Nur um mal sicher zu gehen. Und zwar hier bei der Treppe da. Das ist da, wo eben halt am schnellsten wahrscheinlich rinkommen. Ich Idiot, ich muss da hier noch runter. Ist ein anderes Ding. Also. Heute ist erstmal angesagt, mache er das Licht aus, wenn geht, dankeschön. Das war hier den Raum säubern, also von Zombies. Und Globik ist ja nicht so eine schlechte Idee, weil da oben warten ja noch zwei Stück auf uns. Entschuldigung, ich bin ein bisschen stimmenmäßig angegriffen. Das fällt ja nicht auf mit dem Mikrofon. So, gut, also... Naja, gut. Nie lange schnacken, Koppelnacken. Hoffentlich klappt das halt so, wie gesagt. Das wird unser Ding, unser Dinger. Das muss ich noch aufwerten. Okay, Moment, ich muss mal husten. Alter, was denn nun los? Ich habe gerade richtig krasse Kratzen im Hals. Das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Gut. Dann fräsen wir uns mal hier weiter hoch, ne? Ich habe extra zu Hause nochmal die andere Schrutze eingepackt. Durchschlagsmäßigerweise habe ich mir sagen lassen, du schaffst es hier hoch. Nee, ich habe mir sagen lassen, die hat dann doch ein, zwei, ein bisschen mehr Power, wisst ihr? So, hier ist nichts respawned. Gut, kann auch nicht. Sag ich jetzt mal so. Moment mal. Hast du jetzt gedacht, ich habe das nie gesehen oder was? Übrigens, Dynamit müssen wir uns herstellen.
Ich habe bei 1-2 Sachen verbraucht. Na und? Ich hatte auch mal so meinen Spaß. Darf ich ja auch mal, oder? So. Da sind die gerade erst gespawnt. Ich hab das gesehen. Ihr alten Kackasse. Na gut, dass ich die Munition eingesteckt hab. Nimm ich gar nicht. Also mal so ganz und ja nicht. Ich habe auch keine Armbrust mit bei. Was ist denn heute los? Stimmt, ich war zu Hause. Idiot. Gut. Ist aber kein Problem. Ich hab ja unsere Schutze auch noch mit bei. Kommt mal her. Und die schafft so 1-2 Sachen zu klären. Wenn ich schnell genug bin. So, da ist auch noch einer. Oder 2 müssten da sein. Aber das ist uns erstmal egal. Ich muss erstmal hier durch. So. Durchatmen und rüber. Ha. Ist doch ja kein Problem. Ach, was soll's. Komm her. Gut, ich hätte dann doch 1-2 mehr Munition mitnehmen sollen. Viele Schrutze. Habe ich die zu Hause extra ausgeladen? Kann das sein? Gut, das würde mir eh nicht sehen. Das würde ich aber nie zugeben. So, jetzt muss ich hier unten runter. Hier unten runter auch gut. Also ich hätte jetzt nicht gegen neue Munition. So, die Dudes. Die duzen sich. So, ich schmeiß einfach da ein Zündli hin. Müsste funktionieren. Wenn nicht, denn nicht. Da war aber Dicke drinne. Denk mal da unten. Dankeschön. Danke. Danke, dass Sie mitspielen. Sehr liebenswürdig. Warten Sie bitte, bis Sie dran sind. Dankeschön. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die ist wirklich ja nicht so schlecht. Hey, Munition. So, wo ist denn der Dude? Ist der jetzt da runtergefallen? Hey, du kommst da ja nicht mehr hoch. Und wenn doch, dann zeig mir den Weg. Dann habe ich mich was vergessen. So, das ist da. Setz dich mal bitte nochmal hin. Onkel Karbin kommt gleich. Oh. Was ist denn hier los? Warte mal. Hä? Oh, er hat doch den Weg gefunden. Das hier fällt mir überhaupt nicht. Keine Panik. Auch du wirst es überleben irgendwann. Okay, die bleiben hier hängen. Gut. Soll mir recht sein. Noch mehr Geschenke. Nett. Gut, also ich habe dann doch noch eine Schwachstelle. Das wird die Treppe... Nee, die Treppe kann ja nie gewesen sein. Wie konnte das passieren? Hier. Nee, das kann doch ja nie sein. Moment mal. Nee, ich muss ja so oder so hier durchfräsen. Ich muss ja dann auch... Wenn die Kacke am Dampfen ist, muss ich ja auch irgendwie hier hochkommen, ne? Hä? Wo bist du? Ich hab dich gesehen, komm vor. Jedenfalls habe ich gedacht, ich hab dich gesehen. Da bist du.
Ach Mann, ich will doch jetzt nicht. Bevor der alle zerlegen tut, ja, was soll jetzt kommen? Ich brauche ein bisschen mehr Munition. Er will seinen Spaß. Kann er haben. Na, toll. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Und ich habe doch alle kaputt gemacht. Hat er nicht. Das ist nicht gut. Das Problem ist nämlich, wenn die das erstmal raus haben, habe ich da ein Problem. Gut. Ich stelle es mir wahrscheinlich zu clever vor. Aber manchmal ist es komisch. Warum? Wie gesagt, wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts, weil sie das ja nicht benutzt hätten. Aber ich fühle mich jetzt schon mal ein bisschen sicherer. Naja, kann ich gleich mal Eisen einsammeln. Ist doch auch was schon. So, und ich könnte eigentlich auch schon mal die Holzspikes hier hinschmeißen. Ich schmeiß das hier alles hin. Ich sag es euch. Nee, hier war das nicht. Wo ist denn das gewesen? Außer Spesen. Ich weiß, dass ich was gebaut habe. Das muss ja... Blödsinn. Ich muss ja da was machen. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verrechnet. Die andere Falle bringt mir ja nichts. Die ist ja eine Etage weiter oben. Schönen guten Tag. Nee, das kann doch ja nicht sein. Ich hab doch den Weg frei gemacht. Da stimmt was nicht. Ich muss mal kurz was gucken. Slalom, Baby, Slalom. Sag ich doch. Hier. Hier müssen die Spikes hin. Gell? Ich hab irgendwas gebaut. Aber es funktioniert nicht. Das kann nicht sein. So. Ich würde mal sagen, wir bauen hier den Pfeiler weg. Wir können schon mal die ersten Spikes sehen. Da muss ich mir bloß eine Möglichkeit ausdenken. Ich habe gedacht, ich habe was gehört. Wie ganz schnell nach oben komme. Also so richtig schnell. Und am besten so, dass die nicht hochkommen. Ich könnte hier oben irgendwo eine Leiter ranklatschen. Und dann da irgendwie über das Fenster rin. Ist wohl ein bisschen zu kompliziert, wa? Aber in der Hektik und so könnte ja nicht so schlecht sein. So, das Blöde ist, ich sehe natürlich meine Tastatur jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, nochmal auf das Mikrofon zurückzukommen. Ich kann das echt nicht einschätzen. Wie, also bei Monitoring und bei Testaufnahme hat man das Geklacke ganz schön doll gehört. Deswegen, das wird jetzt gerade mal eine Testaufnahme, die ich höchstwahrscheinlich raushaue, aber höchstwahrscheinlich nicht. Bin mir da nicht so ganz sicher. Weil wenn das soundmäßig nicht hinhauen tut, brauche ich das nie. Wisst ihr? Dann bringt das alles nichts. So. Gut, jetzt bin ich hier oben. Krass. Dann kann ich gleich hier rin. Zack, bumm. Wenn die Kacke, wie gesagt, am Dampfen ist und dann geht das hier weiter. Piu, 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 piu. Und oben ist ja dann unser Gyrokopter. Wie gesagt, wir werden ja dann die Horde höchstwahrscheinlich nur mit Explosivet
arbeiten. Explosive und feuermäßig und eigentlich alles. Alles, was der Kabine hat. Gut. So. Ah ne, die Spikes stelle ich zum Schluss auf. Wa? Ist wohl am besten. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier rumballere. Die alte anlocke. Und die macht alles kaputt. Ich hab doch eigentlich zu Hause auch noch Metallspikes, wa? Ach, was soll's, Verschwendung hin oder her. Ich werd die nehmen. Es wird schon funktionieren. Alter, das war knapp. Jo. Sicherheitsschutz am Arbeitsplatz am Arsch. Gibt es hier nie. Fällt aus wegen ist nie. So. Oh, Alter, ich hasse das. Statt sie den Wegchen 1-2 breiter machen, weißt du, dass du da keinen Stress kriegst und aus Versehen runterfallen tust? Nö. Warum denn? Und warum bin ich jetzt hier lang gegangen? Ich hätte doch hier lang laufen können. Hab ich doch extra offen gemacht. Ach nee, das ist der andere Weg. Oh, Kacke. Es wird Zeit für Explosionskarabin. Das muss weg. Ich hab da was. Es soll nur einen Weg geben. Kann ich den nochmal haben? Der war noch nie gezündet. Zünd den Knaller. Oh oh. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Machen wir gleich nochmal. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Alles im Arsch. Gut, das Blöde ist natürlich auch, ich habe jetzt, was die Reparation angehen tut, gerade eine Schmidt bei. Gut. Ist ein bisschen doof. Lässt sich aber korrigieren. Mit Holz. Das stabilste Material im ganzen Spiel. Gut. Alles gut. Wie gesagt, ich kann das ja noch aufwerten mit Cobblestone und dann eben halt auf Beton. Ja. Alles über Umwege, aber führt alles nach oben. So. Gut, dann kommen sie hier. Würde ich erstmal sagen, nicht hoch. Wenn ich das jetzt auch noch wegmache. Dann stopfe ich das Loch wieder zu. Und dann ist das gut. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, das wegzukloppen und da unterzustehen. Bautechnischerweise, sicherheitsmäßig, glaube ich erstmal nicht. Aber ich glaube, das interessiert die auch keinen. So. Na gut. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und wie gesagt, ich muss noch die Spikes, ich muss noch die Bomben verteilen. Wie gesagt, die Bomben mache ich immer so eingangsmäßig, wo ich denke, wo sie durchbrechen könnten. Und ich hoffe, dass das denn so gut ist. Das ist jetzt denn nicht eher schutzmäßig, sondern das ist eher so heucht, da knallt es. Es wird Zeit, eine Stufe höher zu gehen. So ungefähr sollte es sein. Es wird nicht funktionieren. Aber ich probiere es aus. Nur wer wagt, der kann auch gewinnen. Das war dumm. Der Block da unter ist schon ziemlich angegriffen. Und das ist nicht gut. Das ist eine Schwachstelle. Und die werden sie ausnutzen. Kleinen Moment. Alter,
Mein Hals, der ist schon wieder richtig. Der hat schon wieder richtig Spaß. So. Das ist ditte. Hier kommen sie nie weiter. Hoffe ich. Wie gesagt, oben kommt denn der Gyrokopter hin. Für die Flucht wird schon gesorgt. Boah, ne? Ja, wie gesagt, es gibt zwei Sachen, auf die ich heute hier gespannt bin. Wie das abläuft? Aber ich glaube, ich lasse das. Dann kommt hier ein Ballermann hin. Ich glaube, ich werde die Schütztürme umbauen. Du kommst hier nicht rein. Raus. Puppis. Rektal. Warnschuss. Ich mach doch schon mal alles kaputt. Pass auf, und wenn das alles so weit ist, wie ich mir denke, stürzt das Haus zusammen. Naja, ich sag mal so, eine Fabrik weniger, wa? Nee, nee, du. Diesmal nicht. Du kannst mal kurz fliegen gehen. Und zwar nach unten. Moin, Jens. Na, Pippi. Lies dich erst... Vogel. Was für ein Vogel. So, müsste nicht hier oben auch noch einer rumkreuchen? Hat er keine Lust, oder was? Normalerweise wäre ich von hier gekommen, ne? Ich gehe genau jetzt das Spiel verkehrt. Boah, kannst du mal machen, wa? Aber ich weiß schon mal, dass da nicht mehr kommen kann. Okay, die kontrolliert nachher nochmal. So. Moins. Ich soll mal kurz nachgucken. Ist hier jemand? Hallo. Eigentlich müsste hier jemand sein. Und ich sehe da Munition. Was ist denn hier los? Schutzmuddy. Yes. Lüfter. Ich bin wieder in ein Geschäft. Und da werde ich jetzt diesmal nicht. Ich weiß, dass der zusammenkracht, du Kacke. Wie dumm, hältst du mich? Ich renne doch jetzt hier. Nee. Nee, nee. Mutprobe. So, na gut. Wir sind jetzt oben. Diesmal wird es ein bisschen anders laufen. Denn ich bin sprengenderweise unterwegs. Mit der heiligen Mission. Der Räumung des Objektes. Hupf, hupf, hupf. Nochmal. Dankeschön. Alter, was ist denn los? Kleinen Moment. Ich hab voll den Frosch im Hals. Hallo. Ich weiß, dass sie da sind. Sie waren letztes Mal auch da. Und dann habe ich ihn auf den Sack gekriegt. Hat mir nie gefallen. Ich habe was mitgekriegt, mitgebracht. Was ist das doch? Lass mich bloß eh mal verarschen. Aber dass bloß einer kommt, tut? Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ist der doof. Der ist über seine eigene Beine gestolpert. Gut, jetzt hat er nur Stand verdient zu sterben. Du bist des Todes.
Stehen Sie bitte auf. Ich weiß, Sie sind noch nicht tot. Ich habe nämlich noch keine Punkte bekommen. Kickse blöd, wa? Ich habe keine Schippe mit bei. Aber ich habe einen Bohrer mit bei. Da kenne ich nichts. Und pass auf, jetzt kommt der Rest. Hallo. Eigentlich dürfte hier ja nicht mehr so viele sein. Wie gesagt, ich bin eh mal gelandet. Um das zu testen. Aber dummerweise, ich weiß nicht, wie weit ich letztes Mal gelaufen bin. Ihr löscht. Alles vergessen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich von hier oben hier runtergegangen bin. Ist aber möglich. Ich kann die Sache jetzt nicht ausschließen. Aber ich glaube, hier dürfte eigentlich nichts mehr kommen. So. Und hier planen wir denn unsere Flucht. Und hier ist nichts mehr drin. Und da wir irgendwann mal eine Quest kriegen werden, die hier wahrscheinlich irgendwann mal enden tut, kann ich das hier alles wegkloppen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Hä? Ich hatte da eigentlich so einen Klotz drin gesetzt. Weil ich wollte nämlich nicht darin fallen. Oh ja, ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir dem Teil nochmal. So, setz ich da und dann zack, bums. Dann müsste ich eigentlich hier langlaufen können, ohne mir die Haxen zu brechen. Alles schön. Alles funktioniert. Alles gut. So, wo ist die beste Landemöglichkeit? Also wenn ich jetzt hier abschmiere, bin ich tot. Hier wahrscheinlich auch, aber hier habe ich nur die Möglichkeit, dass ich bloß Fallschaden kriege. Ja. Wenn du meinst. Habe ich jetzt den Gyrokopter mit? Ey. Ich habe gedacht, den habe ich mit bei. Ich wollte testen. Na gut. Würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die Base soweit fertig. Also wie gesagt, ihr cleart es alle bis oben hin. Ich habe nicht mehr. Und dann machen wir einen Testflug und dann müsste ja auch bald Horde sein und dann kicken wir, was passiert. Ich hoffe bloß, dass ich dann später eben halt den ganzen Stuff reparieren kann und dann wieder abbauen kann. Also geschützturmmäßig. Wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Das kann ich, wird alt erneuert. Alter, 10.000. Ich krieg eine Krise. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, auch mit der Ausdauer, die ich jetzt zurzeit habe, ist das schwierig. Nee. Hoch, wenn ich bloß eh eine Stange habe. Zu verlockend. Und wenn man zu gut klingt tut, ist es meistens nicht so. Denn ist es nämlich bloß so, dass es gut klingt, aber nicht gut enden würde. Ich würde mal sagen, ich knack das hier erstmal weg. Heute ist bloß, wie gesagt, eine kleine Testfeuer, die ich trotzdem den hochladen werde. Es sei denn, es ist zu kacke mit den Ton. Dann lasse ich das natürlich, aber wie gesagt, schade, dass es nicht funktioniert hat. Wie gesagt, ich muss kicken, dass ich mir kicken, ob ich da irgendwie ein Kondensatormikrofon kriege, hoch über diesen Kabel. Wie gesagt, Monitoring ist schwierig. Habe ich mir besser vorgestellt. Aber naja, eigentlich ist es ja nicht so schlecht, weil wie gesagt, du hörst den Ton, den du ausgeben tust, 1:1. Das Problem ist, dass ich das Mikrofon so laut stellen muss, dass ich teilweise ja nicht das Spiel gehört habe. Und das ist schwierig. Dann mache ich das doch lieber so, dass ich das so aufnehme und dann über eben halt Aufnahmegerät
eben halt ein bisschen lauter mache. Also quasi, wie ich das vorher auch gemacht habe. Und wie gesagt, Auna ist ja auch eigentlich ein ziemlich gutes Mikrofon. Und wenn eben halt alle Strecke reißen, dann kaufe ich eben halt das Auna Pro. Ist auch ein Mikrofon, USB, aber obwohl, wie gesagt, ich habe das Auna hier, ach, keine Ahnung, 900 USB und das ist, also für Anfänger und so und Mittel ist das zurzeit, glaube ich, vom Preis her das Beste, was du haben kannst. Ich vergleiche das mit Rode, von der Qualität her. Vielleicht ist Rode ein bisschen besser, aber preis-leistungsmäßig ist Auna auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, ich habe damals 100 Euro bezahlt, habe aber dazu gleich Popschutz mitgekriegt, einen Standarm, alle drum und dran, war schon kein schlechtes Angebot. Und dennoch, ja, ich kannte mich damit nie so groß aus. Und gleich so einen Griff machen, das ist schon nicht schlecht. Na gut. Genug hier schnackt. Ich klopp das weg. Wir sehen uns dann quasi morgen, Villa. Oder machen wir hier weiter, wa? Also, ich bin dann erstmal raus. Tschüss.